Servus, grüezi und willkommen zurück zu Elden Ring mit unserem Bro hier, Alecto, der uns ganz schöne Probleme bereitet. Oh Mist, der hat mich erwischt. Der Grab macht auch unglaublich viel Schaden. Okay. Weit genug weg. Heilung und gut ist. Ah, nicht erwischt. Sehr schön. Au, da war ich viel zu früh unterwegs. Naja. Den Big Jump macht er oftmals, nachdem er das Ding geworfen hat. Das. Ich glaube, das sollte ich nicht punishen. Was ist. Das ist neu. Das kann ich nicht. Okay, was machen wir jetzt? Okay. Haarscharf. Haarscharf war das wieder. Ich glaube aber, hat jeweils ein bisschen Abklingzeit bei dem Ding. Aber ich kann es nicht sofort wieder hintereinander machen. Sehr gut. Jetzt ist die Abklingzeit wahrscheinlich vorbei. Ja. Ausdauer wieder hoch. Beide verfehlt. Grab. Oh. Und weg. Haarscharf, aber ich hab's kommen sehen. Gut. Beide erwischt. Na, kein großer Sprung. Wäre schon fast wieder Zeit, jetzt. Okay, man kann ihn ganz gut dodgen. So, was machen wir? Viel hat er nicht mehr. Sicherheitsheilung. Damit wir nicht gewonshottet werden. Genau deswegen. Okay. Huh. Meine Fresse.
Okay, wir haben ihn. Ah, oh, was ein Mistkerl. Asche von Tiche der schwarzen Klinge. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viele Runen es sind. Wir haben jetzt aber über, was sind es, 100.000 oder so? Ich glaube, es waren viel. Asche von Tiche. Wo sind die Aschen? Hier. Tiche gehörte zu den Assassinen, die in der Nacht der Schwarzen Messe ihre Klingen mit der Rune des Todes weihten und Godwin den Goldenen ermordeten. Sie war die Tochter von Alecto, dem Oberhaupt der Schwarzen Klinge, und fiel bei der Flucht der Schwarzen Klinge aus der königlichen Hauptstadt, als sie ihre Mutter beschützen wollte. Also demnach ist die tot. Ich vermute mal, die ganzen Erscheinungen, die wir beschwören können, sind alles Tote. So, ich gehe jetzt mal hier hoch und guck mal, was das Tolles bringen soll. Keine Ahnung. Das erscheint mir nicht sonderlich nützlich zu sein. Wie dem auch sei. Wir gehen weiter runter. Das ging jetzt doch überraschend schnell. Als ich das Moveset draußen hatte, als ich wusste mehr oder weniger, wie ich dem roten Angriff ausweichen kann. Ach, die blöden Kristallianer. Die zu bekämpfen macht wie... Die zu bekämpfen macht nicht wirklich viel Sinn. Da ist noch so einer. So, hier war, glaube ich, der Wolf. Ich weiß nicht, ob die... Problem ist so ein bisschen, wir haben nicht wirklich viele Heilungen. Ja, da ist ein Wolf. Ich will ihn eigentlich schon töten. Das muss nicht zwangsläufig jetzt sein. Meine Fresse. Na komm, Freundchen. Das Ding ist auch garstig. Ah, wir brauchen mehr Heilung. Jetzt macht er 3. Okay. Ach, ich hasse das. Und trifft den Penner auch nicht so wirklich. Okay, ich denke, wir machen uns erstmal aus dem Staub, füllen unsere Flaschen auf und kommen dann hier wieder hoch. Ich glaube, der Weg hoch war relativ safe, weil wir hatten ja hier unten irgendwo ebenfalls eine Gnade. Ich glaube, die war hier. Da ist sie. Das heißt, jetzt haben wir wahrscheinlich 11 Level, die wir machen könnten. So. 9 Heilungen sollte reichen. Ist nicht ganz... der beste Runback, aber vielleicht gibt es eine Marika-Statue, wissen wir nicht. Jetzt muss ich aber wieder den Weg hochfinden. Hier.
Nein, das ist noch nicht. Hier ist es. Okay. Der Wolf erscheint einfach. Wahrscheinlich irgendwie so ein... Der wird wahrscheinlich nicht respawnen. Ich sehe den so ein bisschen als Miniboss. So wie die Drachen vorhin. Also vorhin in der vorletzten Episode. Ach. Man kommt nicht an den ran. Die blöden Zaubereien. Okay, wir haben, wenn ich nicht irgendwie dumm runterfliege, sollten wir es schaffen, unsere Sachen wieder einzusammeln. Das Problem ist, je mehr von den ich würde die Runen schon gerne ausgeben, weil es ist echt nervig, die immer wieder einzusammeln. Aber es gibt halt nicht wirklich einen guten Nutzen dafür. Außer Levels. Ich glaube, hier war's. Durchs blaue Feld. Dann durch den Torbogen. Und dann alles hier weiter hoch. Von den Wölfen haben wir auch schon... Ach, damn it. Ich krieg... Okay, einmal erwischt. Autsch. Man kann das ganz gut brauchen zum Heilen. Wenn er die Zaubereien macht. Keine Ausdauer. Ah, wieder erwischt. Heilung. Ausdauer. Jetzt hab ich abvisiert. Jetzt zaubere. Boah, das ist super schnell. Und da ist er down. 4000. Hooray. War eigentlich nicht schwierig. Aber ein bisschen anstrengend. Schmiedeschein 8. Wie gesagt, ich denke mal, der wird nicht respawnen. Schmiedestein 7. Ich denke mal, das war's hier. Können wir mal gucken, ob es irgendwo eine Höhle hat. Muss mal das Licht wieder ausrüsten. Sieht echt knapp einen Meter. Mehr dann aber auch nicht. Okay, weiter nach unten. Ich glaube, wir sind hier. Wir kommen hier mit dem unteren Teil. Werden wir wahrscheinlich in dieser Episode fertig. Hier war nichts. Schaffen wir es, auf 1 Million Runen zu kommen?
Wer weiß. Ich weiß auch nicht, ob ich das will. Ich möchte sie ausgeben. Wir haben keine, schon Ewigkeit keinen Händler mehr gefunden. Hier was. Was ist es? Das ist, glaube ich, nur ein Eichhörnchen, oder? Okay, hier ist nichts. Ich werde jetzt die Wander breiten und dann wahrscheinlich irgendwo in die Tiefe stürzen. Und sterben. Okay, das sind Schnecken. Ach, das sind die weißen Wölfe. Ich glaube, die hatten wir. Warum hält denn der so viel aus? Die Schnecken halten auch so viel aus. Kannst du mal aufhören? Noch eine. Ei, ei. Warum sind hier diese Kristallschnecken? Das ist Magiezeug, ne? Das ist wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum die Kristallianer hier sind. Aha. Das sind wahrscheinlich alles Kreaturen, ja, die speien auch Magie. Irgendwelche magische Kreaturen, beziehungsweise Kreaturen, die sich irgendwie von Magie ernähren. Zwei Wölfe. Man sieht schon, dass sie ein bisschen höheres Level haben. Die halten wesentlich mehr aus. Okay. Du bist sauer, weil ich einen Freund getötet habe. Tja. Dasselbe Schicksal erleidest du, mein Freund. Oh. Okay, hier geht's. Nummer richtig weiter. Ich denke, wir sollten versuchen, eine Gnade zu finden. Eigentlich wollte ich nur nicht auf diese Seite. Ich wollte erst den Westteil der Insel ab. Insel ist nicht ganz der richtige Begriff. Die Westseite des Plateaus abchecken. Ist das ein Mond oder so? Sieht fast so aus. Jetzt sind wir schon mal hier diesem Pfad gefolgt. Das ist ruhig. Ruhig ist tendenziell gut, weil er könnte eine Gnade in der Nähe sein. Ruin des Mondanwesens. In den Ruinen ist tendenziell keine Gnade. Wie gesagt, ich gucke mich jetzt hier so ein bisschen um. So, das blöde Wildschwein abschlachten. Lecker Wildschwein. Aber hier ist nicht wirklich viel. Das ist, sieht nach einem Höhlenausgang aus, Freunde. Wo es einen Ausgang hat, muss es eigentlich irgendwo auch einen Eingang haben, nicht wahr? Hm. Ich habe ein bisschen Angst. Das ist zu ruhig. Keine Gnade in der Nähe. Bisher zumindest nicht. Ha.
Und damit sieht es so aus, als würden wir einmal im Kreis rennen. Da ist unser anderes. Unsere andere Gnade. Wow. Holy shit. Oh, hat mich Schimmerstein Rachadula. Hat mich der erschreckt. Okay, Freundchen, nein, nicht jetzt. Verdammt, ich. Wo ist unsere. Hier ist die Gnade. Okay, auf der ganzen Ostseite scheint es keine Gnade zu geben. Wo war das Ding? Hier irgendwo, oder? Okay, wir gehen nochmal hier runter zum Südaltar. Und dann möchte ich die Ost- und Nordseite. Ach, lass mich ran, das ist wieder so ein dummes Rätsel. Suche drei große weiße Bestien. Waren das nicht die drei Drachen, die wir getötet haben? Ha. Weiße Bestien. Okay, das war jetzt nicht sonderlich aufschlussreich. Lass mich das markieren. Damit wir hier zurückkommen müssen. Ihr könnt mir gerne auch leichte Tipps in den Kommentaren geben. Also kleine Hinweise. Nicht direkt verraten, was ich tun muss. Sondern vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl. Oder selber ein Rätsel, das vielleicht ein bisschen mehr Sinn ergibt. Okay, Schnecken. Brauch Licht. Dieses Mal rennen wir einfach durch. Oder wir reiten durch. Also, dann möchte ich mal die unteren Klippen noch erforschen. Das Plateau hat nicht so viel Point of Interest. Die eine Höhle noch. Wo war die denn? Ich weiß es nicht mehr. Hier beim Nordhang? Vielleicht? Also sieht für mich tatsächlich so aus, als wäre das richtig große Gebäude hier in der Mitte. Das, was halt super wichtig ist. Ich denke mal, in der nächsten Episode werden wir versuchen, den ollen Drachen auch aus dem Weg zu räumen. Beziehungsweise wir gucken mal, wie viel Damage wir machen. Okay, das hier war echt alles nichts. Scheint so. Ich habe immer so ein bisschen Mühe damit, wenn Zeug im Spiel ist, das man erkunden kann, aber dann ultimativ eigentlich sinnlos ist. Dann frage ich mich immer, hey, warum hat man das überhaupt ins Spiel reingenommen? Von dem her, ja, das war so ein bisschen unbefriedigend. Was ist das für eine Schildkröte? Vielleicht ist das eine weiße Bestie. Vielleicht zählt das als weiße Bestie. Okay, ich kann nicht mit ihr reden, oder? Okay. Ich denke mal, das ist eins von drei. Vielleicht sind die ganzen Rätsel immer so gemacht, dass man was in der Umgebung machen muss und nicht. Überlebe ich das?
Scheint so. Sogar relativ komfortabel. Vielleicht sind die ganzen Rätsel so, dass man immer was in der Umgebung machen muss. Ich müsste die anderen nochmal anschauen. Und dann die Umgebung nach absuchen. Wir hatten ja zum Beispiel das eine Rätsel mit, wo ich auf Bücher gekommen bin. Aber vielleicht ist es das gar nicht. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir drei... Ich weiß nicht, ob alle Schildkröten sind. Könnte auch sein, dass vielleicht ein Wolf mit dabei ist. Weil hier sind Schildkröten. Vielleicht ist im Wolfgebiet irgendwo so ein Geisterwolf oder sowas. Vielleicht ist es auch in der Höhle was. Da unten waren wir schon. Gut, gut. Ich denke mal, wir werden uns als nächstes die Ruinen vorknöpfen. Da ist der Höhleneingang. Also ungefähr hier. Markieren wir das einfach und kommen dann irgendwann drauf zurück. Okay, ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass die Schildkröte eine der drei weißen Bestien war. Das bedeutet, es muss irgendwo noch zwei weitere geben. Müssen nicht zwangsläufig Schildkröten sein. Wie gesagt. Aber irgendwas... Wahrscheinlich geistermäßiges. Sternlichtsplitter. Hi. Oh, hier ist eine Gnade. Kathedralus, Kathedrale von Manus Celes. Wow. Wie viel Loot es hier hat. Schon fast ein bisschen beängstigend. Okay, Sternlichtsplitter. Wahrscheinlich sind alles solche Sternlichtsplitter. Okay, hier geht es wahrscheinlich in die Höhle runter. Hm. Wenn hier so viele Sternlichtsplitter sind, dann muss hier doch irgendwie ein Meteorit oder sowas runtergekommen sein. Vielleicht in der Höhle. Ich meine, guckt euch das mal an. Es ist ein Riesenloch in der Decke. Und vielleicht ist hier tatsächlich irgendwas mit eingeschlagen. Alles Sternlichtsplitter. Okay, das ist so. Das war mal auch einen relativ guten Runback zum Drachen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wofür man die Sternlichtsplitter braucht. Ich weiß nur noch, dass wir uns entschieden haben, oder ich mal beschlossen habe, hey, die sind wertlos. Mehr oder weniger zumindest. Oh. Damn it. Ich glaube aber, außen ist auch nichts mehr. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Break. Und probieren beim nächsten Mal den Drachen so ein bisschen zu malträtieren. Jetzt, wo wir eine Gnade haben, die super in der Nähe ist. Denke ich mal, bietet sich das an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Northgate.